Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, und zwar habe ich heute einen Gast eingeladen. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, haben wir Themen getauscht. Das heißt, das Thema mein geliebtes Trennungskind, also wie man Kinder gut durch Trennungen begleiten kann, fällt in den August. Und ich habe heute die liebe Dr. Sandra Weiß eingeladen. Die Sandra ist Neurologin. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Ausbildung zum Kinder- und Familiencoach bei mir. Und Sandra hat mir damals schon erzählt, boah, ich möchte gerne das Wissen, was ich übers Gehirn habe, mit Familiencoaching verknüpfen und mich da in diesem Thema spezialisieren. Und gesagt, getan, das hat die liebe Sandra gemacht, ist jetzt Spezialistin, ist in Schulen, gibt dort viele Vorträge zum Thema Smartphone, Gehirn, KI in den Kinderzimmern. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal näher drauf ein. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Mediennutzung und Gehirn sprechen. Liebe Sandra, wie schön, dass du da bist. Guten Morgen. Vielen Dank für die netten einführenden Worte. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen bin und bin jetzt gespannt, welche Fragen auf mich zukommen. So, ja, und die Annette ist heute noch da. Die Annette darf sich natürlich auch noch mal kurz vorstellen. Sie ist ja jedes Mal da, aber trotzdem, Annette, ja, stell dich doch auch noch mal ganz kurz vor. Wer bist denn du? Genau, danke schön. Ich bin die Annette. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, meine Ausbildung jetzt bei Kira gemacht, erfolgreich beendet und arbeite jetzt in meiner eigenen Praxis und bin die Richtige, wenn ja, du ein Kind oder mehrere Kinder zu Hause hast, die ein bisschen an die Grenzen der Gesellschaft stoßen, euer Familienleben führen, alles sich im Prinzip rund um das Thema mit euren Kindern dreht. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, danke schön. Annette wird auch den Chat betreuen. Das heißt, wenn Fragen sind, wird die Annette da auch noch mal drauf schauen. Liebe Sandra, ja, wie kam es denn, dass du von der Neurologie zum Familiencoaching und dann zur Digitaltrainerin wurdest? Ja, letztendlich habe ich 2018 das erste Mal einen Elternabend besucht. Meine Kinder waren damals noch klein, nämlich Grundschule und Kindergarten. Und eine Freundin hat mich gefragt, kommst du mit eine offene Elternveranstaltung in einem Münchner Gymnasium? Komm doch mit, da spricht einer über Smartphones, Internet und vielleicht erfahren wir, wann wir möglichst gut unseren Kindern das erste Smartphone übergeben. Ich bin da mit. Hab Daniel Wolf, den Gründer von Digitaltraining, wo ich jetzt eben mit kooperiere, gehört und war angetan von seiner Art und Weise, wie er unterhaltsam über, ich glaube, 2,5 Stunden einen Elternabend geführt hat. Unterhaltsam, lustig, spannend, aber ich bin da rausgegangen und dachte, jetzt kenne ich mich aus, jetzt bin ich informiert. Also auskennen kann man sich in dem Gebiet nie gut genug, aber ich wusste zumindest so ein bisschen eine Leitlinie, wann ich wie das erste Smartphone übergeben möchte. Und das war 2018, dann kam Corona, da habe ich, wie jeder, glaube ich, irgendwie bin ich nochmal in mich gegangen, und habe dann danach die Ausbildung bei dir gemacht. Mit dem Gefühl, nochmal was Neues erleben zu wollen, nochmal was Neues, neue Herausforderungen. Und wie du schon sagst, dieses Thema Neurologie, Sucht, Psychiatrie hängt ja auch nah mit der Neurologie zusammen, hat mich dann dazu bewogen, eben das Thema Medien mehr und mehr aufzugreifen. Und ich bin letztlich über den Kontakt, den ich damals geknüpft habe, 2018 zu Daniel Wolf, dem Gründer von Digitaltraining, gekommen. Und ja, da bin ich jetzt. Arbeite gleichzeitig noch in der Neurologie, in der Praxis und bin jetzt an Schulen unterwegs. Wir machen Workshops vormittags für Kinder und eben dazugehörige Elternveranstaltungen, aber auch Lehrerfortbildungen. Und so ist dieses Gesamtkonzept gedacht als Digitaltag und das Thema Smartphones, Internet, welche Chancen, welche Risiken gibt es? Und wie kann ich möglichst wenig Diskussionen mit meinem Kind ausfechten? Ganz aus bleibt's nie. Ja. Genau. Du hast ein spannendes Hintergrundbild gewählt. Magst du mal kurz was dazu sagen? Ja, das habe ich gewählt, weil wir haben eine exponentielle Entwicklung. Dieses Hintergrundbild, wenn man das, ich hoffe, das sieht man scharf. Bis die, also quasi die 1-Millionen-Nutzer-Grenze, das ist so die 1-Millionen-Nutzer-Marke als Marke, bis quasi das
Telefon in 1 Million Familien, in 1 Million Haushalten aufgestellt war, hat es, ich kann es gar nicht ganz genau sehen, ich glaube 27 Jahre gedauert, das Auto bis 1 Million Familien ein Auto hatten, hat es 12 Jahre gedauert. Allein Instagram, um jetzt mal so ein bisschen auf die Social-Media-Apps, wo wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, Instagram hat 2,5 Monate nur gedauert und letztendlich ChatGPT hat nur 5 Tage gedauert, bis es 1 Million Nutzer hatte. Das heißt also eine exponentielle Wachstumskurve, wie schnell digitale Technik, digitale Apps, Medien in die Haushalte gelangen. Und eigentlich auch echt erschreckend, weil wir wissen alle noch nicht am Anfang, wie ChatGPT funktioniert, welche Daten sie abgreifen. Und innerhalb von 5 Tagen sagen 1 Million Menschen, ohne nachzudenken, ja, ich mache das. Ist ja schon erschreckend, oder? Es ist, es zeigt, wie sehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen, um überhaupt annähernd am Ball bleiben zu können. Ja, okay. Wenn wir jetzt noch mal kurz zum Thema Smartphone kommen. Gibt es denn so, sag ich mal, Übersichten, wie viel und wofür Kinder und Jugendliche Smartphone nutzen? Ich meine, wir wissen alle, telefonieren, Snapchat, TikTok, aber gibt es dann noch was anderes dann auch? Oder sagst du, das ist schon das meiste? Also ich glaube, wir müssen uns da erstmal angucken, vielleicht, wieso habe ich mich damit beschäftigt? Meine Kinder haben irgendwann gesagt, wie alt warst du, Mama? 38, als du dein erstes Smartphone bekommen hast. Und den Kindern, mit denen ich auch in den Schulen arbeite, denen bleibt der Mund offen stehen, wenn ich sage, ich war 38, als ich mein erstes Smartphone bekommen habe. Die Kinder kennen diese Technologie des Smartphones, des Internet quasi seit ihrem ersten Tag auf der Geburtenstation, wo sie wahrscheinlich das erste Mal mit Selfie fotografiert wurden. Und wir also können eigentlich nur sagen, diese Kinder fühlen sich als Experten. Diese Kinder denken, die melden sich auch in den Workshops alle, sie denken, sie kennen sich am besten damit aus. Aber diese kleinen Experten sind halt noch Kinder. Mhm. Und die haben keine Ahnung, wie viel Verantwortung sie übernehmen für etwas, wo sie die Verantwortung noch überhaupt nicht übernehmen können, weil sie von Brutalität, von Horror, von Übergriffen, von Cybergrooming, wo wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, überwältigt werden. Und diese kleinen Experten sind halt Kinder. Und diese Kinder, die müssen begleitet werden. Und die nutzen, um auf deine Frage zurückzukommen, die nutzen diese Apps, die wir alle kennen, auf eine ganz andere Weise, nämlich allen voran WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, alle Social Media. Man zählt mittlerweile durch die Chat-Funktionen auch sämtliche Online-Spiele mit rein zu Social Media. TikTok, ja. Und kannst du mal erklären, warum das Smartphone denn eigentlich so eine Anziehungskraft auf die Kinder und Jugendlichen und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Erwachsene hat? Die Anziehungskraft, denke ich, also es gibt da nicht nur den einen Punkt. Wir müssen das quasi von mehreren Seiten beleuchten. Und das Thema Dopamin und Belohnungssystem ist hier natürlich ein ganz großer Punkt. Wir haben im Prinzip ein Suchtmittel und das ist Social Media oder das Handy mit den verschiedenen Apps. Also Social Media, TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. Und es kommt zu einer ganz kurzfristigen Ausschüttung von Dopamin im Gehirn. Und dieses Dopamin macht ein Glücksgefühl, eine Befriedigung, eine Belohnung. Ich freue mich über einen Lob und das macht einen Kick. Und wenn dieses Dopamin aber relativ rasch wieder abfällt, dann haben wir einen Dopaminmangel, der dazu führt, dass ich mich nach diesem Gefühl nochmal sehne, dass ich das nochmal möchte, dass ich mich auch vielleicht erinnere an dieses Glücksgefühl und es motiviert mich, diese App immer wieder zu benutzen. Das ist so ein bisschen der Mechanismus vom Belohnungssystem. Gleichzeitig haben wir aber hier auch natürlich Tech-Firmen, die im Silicon Valley sitzen und wahnsinnig viel Geld nutzen, um die Apps so zu gestalten, dass die Kinder möglichst lange dranbleiben, sie möglichst häufig nutzen. Allein durch Push-Benachrichtigungen haben wir hier eine Konditionierung. Da erscheint ein roter Banner, eine Nachricht und wir greifen sofort zu, weil wir kennen schon
dieses Gefühl, oh, auf einmal kommt eine Nachricht, ich sehe was Rotes, das regt schon quasi wie bei Pavlov, vielleicht erinnert sich der ein oder andere vom Biounterricht, das regt schon so quasi das Belohnungssystem an und wir greifen danach und wir wollen wissen, was steckt dahinter. Und die Apps machen sich das natürlich zunutze mit sämtlichen Push-Benachrichtigungen und mit, ja, dass man immer wieder zugreift und so auch diese Spirale aufrechterhalten wird. Ja, also ich jetzt als Familiencoach kriege das ja immer damit, aber ich hätte gerne die Antwort von dir als Expertin, Sandra. Wie hast du den Arm, wie verändert denn die Social Media, das Smartphone, die Interaktion, das soziale Miteinander innerhalb von Kindern und Jugendgruppen? Habt ihr da auch Erfahrungswerte in dem Bereich? Ja, wenn wir jetzt mal, ich meine, jeder kennt das Bild, wenn man an der Bushaltestelle sitzt, dann unterhält sich niemand mehr, niemand schaut mehr in die Ferne, niemand schaut mehr, was der andere macht. Jeder sitzt vor seinem Smartphone. Das kann man jetzt übertragen natürlich auf sämtliche Gesellschaftsbereiche, ob das jetzt im Wartebereich vom Kino ist oder, und das ist eben auch hier der schlimme Punkt, wir sind manchmal an Schulen, die sagen, wir haben ein Handyverbot eingerichtet, morgens werden die Handys abgegeben und nachmittags werden sie wieder ausgehändigt. Ich war aber tatsächlich, und das finde ich erschreckend, auch schon an Schulen. Und die haben gesagt, in den Pausen dürfen die Kinder die Handys benutzen. Und natürlich sagen die Eltern, ja, wir finden das nicht so richtig gut, weil wir wollen doch, dass unsere Kinder in der Pause draußen spielen, frische Luft schnappen. Und sogar die Kinder, die natürlich in diesen Sog gezogen werden, das Handy benutzen zu wollen, zu gucken, die sagen von sich aus, also seit wir diese Regelung haben, finden wir es eigentlich blöd, weil wir unterhalten uns gar nicht mehr so richtig miteinander. Genau, also das stelle ich auch fest, dass ich habe auch jetzt zwei Kinder mit 16 und 12, dass schon die Art der Interaktion der Jugendlichen sich verändert hat. Also man kann, also wir können ja nie wieder auf Null setzen, ne? Das ist ja auch utopisch. Aber trotzdem die Kinder immer wieder auch mal oder und Jugendlichen, also wir meinen immer Kinder und Jugendliche, wenn wir Kinder sagen, auch immer wieder mal zu erinnern. Ja, dass es auch eine Welt außerhalb des Smartphones gibt. Wir waren jetzt im Urlaub und hatten bei uns, da wo wir gewohnt hatten, kein WLAN und kein Netz. Ja, auf einmal krochen sie aus ihren Zimmern, können wir was spielen, wollen wir einen Ausflug machen? Und dachten wir, seht ihr, geht ja. Was hast du denn für Tipps, die auch umsetzbar sind für Eltern, um da einen guten Spagat hinzukriegen? Weil ich meine, mit 16 kann ich nicht mehr das Handy meiner Tochter wirklich so begrenzen, mit 12 schon. Aber hau doch du mal da so ein paar Tipps raus, die für Eltern wirklich auch machbar sind. Also der allergrößte Tipp ist, sich natürlich so früh wie möglich damit zu beschäftigen, weil wenn ich natürlich einem Kind mit 15 irgendwann komme und sage, so, jetzt machen wir mal hier eine Jugendschutzsoftware drauf, dann greifen die uns an den Kopf. Ja. Das ist klar. Vielleicht kriegt man es trotzdem noch hin, also aufgeben würde ich auch dann nicht, aber letztendlich der erste Punkt ist, dass dieses Gerät nachts aus dem Kinderzimmer physisch rausgetragen werden sollte. Man sollte es nehmen und raustun, denn die Kinder, meine Tochter sagt immer, Mama, die Handykinder wissen alles. Also wir können eine Jugendschutzsoftware draufspielen, wie zum Beispiel Apple Bildschirmzeit oder auch von den Android, also den Google-Handys, so Google Family Link, um zu sagen, von abends 21 Uhr bis morgens um 7 Uhr ist eine Auszeit, da kann das Telefon nicht benutzt werden. Aber wie gesagt, hier auch Vorsicht, die Kinder kriegen irgendwann, je älter sie werden, natürlich ein bisschen kriminellere Energie, wenn das auch nicht böse gemeint ist, aber die Sucht nach diesen Apps ist so stark, dass sie eben hier auch Tricks, auch, ja, sogar bei Social Media hoch und runter, bei TikTok gibt es Tipps, wie kann ich das umgehen? Dieses deswegen physisch rausnehmen aus dem Kinderzimmer ist mir hier deswegen ganz wichtig, denn die können sich natürlich auch bei Netflix die ganze Staffel Squid Games runterladen und dann einfach nachts offline schauen. Der zweite Punkt ist, wir müssen auch tagsüber Apps meiner Ansicht nach begrenzen, denn die Kinder können nicht sagen, oh, nach einer Stunde TikTok für heute habe ich genug, denn die App kommt immer wieder, meldet sich mit einer Push-Benachrichtigung, meldet sich mit tollen neuen Inhalten. Und hier müssen wir vielleicht auch mal für die, die zuhören, erklären, weil ich bei meinen Elternabenden gelernt habe, die meisten
wissen, TikTok gibt's, aber sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie TikTok funktioniert. Und vielleicht sollte ich das mal ganz kurz beleuchten. Mittlerweile haben sämtliche Social Media Apps Kurzvideos. Das heißt, das nennt man Vertical Content. Das Handy muss nicht mehr umständlich gedreht werden, damit man das schön in Breitseite sieht, sondern man muss es einfach nur anmachen. Man installiert eine App wie zum Beispiel TikTok. Und wenn du sie das erste Mal installierst, musst du einen Nutzernamen eingeben und ein Geburtsdatum. Und ob du jetzt vielleicht schon 13 bist, wie vorgegeben für TikTok, oder jünger, das wird gar nicht überprüft. Vielleicht kommen wir dazu später auch noch, weil hier wäre es natürlich eigentlich wichtig, auch eine Überprüfung, eine Altersverifizierung einzubauen, die echt ist. Wenn du das erste Mal diese App konfigurierst, fängt es an mit Kurzvideos und dir erscheinen 60-sekündige, maximal 60-sekündige Videos. Ist ByteDance, ist die Gründerfirma hinter TikTok, ist ByteDance, eine chinesische Firma. Und du schaust diese Videos und es wird dir ein Video nach dem anderen angezeigt mit Inhalten, die sich mit einem durch KI verfeinerten Empfehlungsalgorithmus so auf dich persönlich zuschneiden, dass du irgendwann nur noch Dinge siehst, nur noch Videos angezeigt bekommst, die absolut deinem Interessengebiet entsprechen. Und hier kommen wir auch nochmal auf diesen Suchtcharakter zu sprechen, denn es wird unterschiedlich angezeigt, mal ein Video, wo eine Bildanalyse-Software, also dieser Algorithmus ist auch, der ist Geheimsache von ByteDance, das rücken die gar nicht raus, wie die das analysieren, dass sie den für dich persönlich zuschneiden, das ist nicht bekannt. Aber sie arbeiten mit so einem Art Random Reward, dass sie nämlich sagen, ab und zu kriegst du was Gutes und ab und zu kriegst du was Doofes. Aber du weißt, wenn du ein Video siehst, du kannst weiter swipen. Das heißt, du wischst nach oben und schon kommt das nächste Video. Es wird dann analysiert und nach einer Weile kriegst du nur noch das gezeigt, was du richtig toll findest. Und jedes Mal, wenn du ein tolles Video siehst, wird Dopamin ausgeschüttet. Und letztendlich kommt es hier zu einem immer weiter Swipen, wenn das Video vielleicht doof war. Dann swipe ich weiter in der Hoffnung, als nächstes kommt ja ein besseres, noch tolleres, ein Highlight. Wenn es gut war, erst recht, weil dann willst du noch eins sehen. Und diese Spirale, die sich da einstellt, die braucht natürlich dann inhaltlich irgendwann auch immer heftigere Videos, weil irgendwann wird es dir langweilig. Und was die App natürlich nicht möchte, ist, dass du zu irgendeiner anderen App abwanderst, wie zum Beispiel YouTube, wo du dann Shorts guckst. Das sind die gleichen Kurzvideos, nur auf einer anderen Plattform von Google bei YouTube. Du kannst sie aber auch bei Instagram schauen, dort heißen sie Reels. Du kannst sie aber auch bei Snapchat schauen, dort heißen sie Spotlights. Also jede App hat es dann quasi TikTok nachgemacht, damit sie in nichts nachstehen. Und wenn man quasi inhaltlich die Kinder bei Laune halten möchte, dann muss man natürlich auch immer mal ein bisschen spielen und den Kindern ein bisschen krassere Inhalte zeigen. Weil entweder werden sie abends müde, weil die Kinder mir in den Workshops auch erzählen, was macht ihr abends? Ja, wir gucken so lange TikTok, bis wir einschlafen. Und die App möchte natürlich nicht, dass man einschläft. Also die Firma dahinter möchte nicht, dass man einschläft, weil dann produziert man keine Daten, dann wird kein Geld produziert. Und die Kinder, die kriegen dann auch Inhalte angezeigt, die aus dem Krieg richtig heftige Darstellungen, wo der Filter teilweise nicht gut funktioniert oder vielleicht auch nicht rechtzeitig. Sie bekommen teilweise tatsächlich Gewaltvideos mit Hinrichtungen gezeigt. Und also ich möchte es jetzt noch gar nicht so ausführen, weil wir bei dem Thema vielleicht später noch drauf kommen: Horror, Gewaltvideos. Und die Kinder wissen manchmal gar nicht, wie sie aus dieser Schleife wieder rauskommen. Ja. Denn wenn du es einmal gesehen hast und du hast es vielleicht sogar aus Versehen geliked, ein Video, weil du dachtest, oh krass, dann wird dir immer mehr brutaler Inhalt angezeigt. Und das ist ja für uns Erwachsene schon wahnsinnig verstörend. Das ist verstörend, aber wenn jetzt Eltern sagen, ja, ich habe TikTok und bei mir ist es gar nicht so schlimm, dann können wir Erwachsene sagen, wir haben einen Account, was wir so mit einem For You-Feed gefüttert haben, dass da vielleicht Katzenvideos kommen und Hundevideos und vielleicht kommt auch mal irgendwie ein Unfall auf einer chinesischen Straße, die ganz eng sich an einem Hang entlang streift und wo mal was Schlimmes passiert. Aber wir swipen weiter,
ziemlich schnell und bleiben da nicht dran. Und uns wird dieser For You-Feed nie so gewalttätig, wie er das bei Jüngeren tut. Mhm. Und diese Spirale, dass man dann quasi immer weiter schaut und immer weiter schaut. Und wenn man die Kinder fragt, ja, hast du schon mal länger geschaut, als du wolltest? Das kennen sicherlich auch viele Erwachsene. Hast du schon mal länger am Handy gehangen, als du eigentlich wolltest? Ja, klar, die melden sich zu 100%. Ja. Und hier muss man sagen, die Sucht, die da entsteht, das ist natürlich erstmal ein risikohaftes Verhalten oder ein suchtgefährdetes Verhalten. Und dann irgendwann kann sich ein exzessiver Gebrauch entwickeln und dann irgendwann die Sucht. Das Ja. muss man natürlich sehen, dass es da überall eine gewisse Bandbreite gibt. Aber es ist letztendlich der gleiche Mechanismus im Gehirn wie bei einer substanzgebundenen Sucht. Also Drogen, Medikamente. Letztendlich ist immer wieder dieser Kreislauf da, nur dass wir hier eine Verhaltenssucht haben. Aber auf pathophysiologischer Seite ist es ein ähnlicher Mechanismus, der dazu führt, dieses Verhalten immer wieder zu tun. Ja. Und dann natürlich heftigste Auswirkungen auf gesellschaftliche und natürlich auf die persönliche Gesundheit hat. Ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn wir sagen, wir machen TikTok begrenzen und Snapchat, Instagram alles begrenzen, gibt es noch eins, was sich nicht begrenzen lässt, ist WhatsApp. Wo siehst du denn da auch Gefahren, wo Eltern im Thema WhatsApp mal hinschauen sollten? Ja, WhatsApp, also ich würde sagen, man kann es begrenzen. Man kann es Oh, ja okay. über die, also genauso über die Bildschirmzeit Ja. kann man sagen, also einzelne Apps kann man auch begrenzen. Man kann sagen, ich möchte, dass du 10 Minuten TikTok am Tag schaust und danach blockiert die App. Genauso kannst du es bei WhatsApp machen. Aber wenn ich WhatsApp. WhatsApp blockiere, dann nehme ich ja den Kindern ganz viel Kommunikationsmöglichkeit mit ihren Freunden. Also das sehe ich so ein bisschen so zwiegespalten. Das stimmt. Allerdings hat WhatsApp mittlerweile auch nachgelegt und hat die sogenannten Kanäle eingeführt. Und auf den Kanälen schaust du mittlerweile auch Vertical Content. Das heißt, dort schauen die Kinder auch Videos. Ist wahnsinnig schwierig, gebe ich zu. Wir haben es so, dass wir eine gewisse Zeit, jetzt nicht 10 Minuten wie bei TikTok oder Instagram oder Snapchat eingeführt haben. Da ist die Zeit natürlich deutlich länger bei WhatsApp, aber wir versuchen den Eltern zu sagen, eine Begrenzung ist möglich, denn die Kinder sollten dann auch lernen, nicht mit irgendwelchen hohlen Nachrichten die Zeit auf WhatsApp zu verbringen oder gar in den Kanälen jetzt Videos anzuschauen. Und was immer möglich ist, ist ja auch die Telefonie. Ja. Und das Telefonieren hat natürlich noch einen Vorteil, du hörst, du kannst eventuell ja auch über FaceTime, du kannst ja auch Videotelefonie machen und du hast einfach viel mehr Sinneseindrücke, die noch dazukommen, Ja. die für die geistig-seelische Entwicklung für ein Kind natürlich super wichtig sind. Ja, absolut. Du Ich werde immer hörst, du ausgelacht. riechst vielleicht nicht. Das stimmt, aber die anderen sind dabei. Ich werde daheim immer oft ausgelacht, weil wir haben bei uns das WLAN tatsächlich ab 22 Uhr ist bei uns im Haus überall das WLAN aus, auch für uns Erwachsene. Die Kinder haben ganz geringes Datenvolumen. Das heißt, am 5., 6., 7. ist das Datenvolumen einfach leer, wenn sie dann bis nachts weiter gucken. Und so ist es für uns alle einfach eine Begrenzung. Und dann ist gut und es tut den Erwachsenen gut, es tut den Kindern gut, auch wenn sie es nicht immer cool finden. Kannst du denn mal so ein paar Sicherheitsmechanismen erzählen? Was kann ich denn tun, um mein Kind zu schützen? Also darf ich da gerade noch mal einlenken, Bitte. wenn du sagst, ihr habt das WLAN ausgestellt. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, du kannst dir natürlich Content runterladen und das alles offline gucken. Ne? Ja, Da wer kannst du die betrügen ganze will, Nacht durchgucken. logisch. Also wer lügen und Deswegen betrügen ist will, mein der ganz, kann's. meine, ja, wer will, der kann, genau. Aber deswegen meine ganz große Bitte auch für Eltern, die vielleicht vor ihren Kindern, wenn die irgendwann 14, 15, 16 sind, dann gehen wir ja vielleicht auch mal früher als die ins Bett. Aber einfach eine Regel ausmachen, dass man sagt, wir machen so eine Familienladestation im Flur, im Wohnzimmer, wo einfach klar ist, hier landen diese Smartphones und vielleicht iPads, alles landet dort über Nacht. Und da muss es natürlich auch Konsequenzen geben, wenn jemand sein Gerät dort nicht abliefert. Und selbst wenn ich dann früher ins Bett gehe oder mal aufs Klo gehe oder morgens früher wach bin, sehe ich ja, ob alle ihre Handys dort abgeliefert haben. Und dann muss man natürlich auch sagen, man nimmt alle Netzkabel vom ganzen Haus,
sammelt die zusammen und packt sie weg für vielleicht Urlaube. Aber über Nacht ist die Ladestation für dort fixiert und es gibt keine andere Möglichkeit zu laden und dann landen die auch dort. Okay, das ist ja auch eine spannende Idee. Generell, ich glaube, es ist ja eh nicht gut, wenn das Handy im Schlafzimmer lädt. Nee, vor allem meistens noch neben dem Kopfkissen. Das ist das, was die Kinder immer, wenn ich frage, was ist denn daran nicht gut, dann sagen, ja, das hat Strahlung und das blaue Licht ist nicht gut, da kann man nicht gut schlafen. Das sind natürlich alle kleine Puzzleteile, die für die Kinder und auch für die Eltern natürlich viel greifbarer sind, wenn die sagen, ja, da ist Strahlung, da ist WLAN, oh Gott. Bisher wissen wir noch nicht, ob es irgendwas auslöst, irgendwelche. Ja, die schlimmste Vorstellung sind ja, wenn ich viel telefoniere, kriege ich einen Hirntumor. Letztendlich ist das einfach was, was man greifen kann. Was man aber nicht greifen kann, ist, dass die Kinder zum Beispiel WhatsApp, wenn sie denn nicht sowas machen wie du, dass das WLAN einfach ausgeschaltet ist, dann nutzen sie das, weil der Klassenchat, der ist nachts so aktiv und die Eltern nutzen WhatsApp anders. Die sagen, hey, kannst du heute Abend mal die Kinder abholen? Ich schaff's nicht oder bringst du bitte noch eine Milch aus dem Supermarkt mit? Die Kinder nutzen aber WhatsApp als Mittel gegen Langeweile. Und ein Klassenchat in der 5., 6., 7. Klasse, der klingelt in der Nacht 1000, 2000, 3000 Mal. Und davon haben die Eltern keine Ahnung, wenn die Kinder ihnen das nicht irgendwie mal zeigen und sagen, guck mal, morgens 4200 Nachrichten im Klassenchat. Und nur Murks, ne? Also nur irgendwelche Sticker, Zwinker-Smileys und Kacker-Emojis, also ein Müll nach dem anderen. Da ist nichts Sinnvolles. Und die Eltern denken, der Klassenchat ist für die Hausaufgaben und da kannst du dich immer informieren. Ja. Ja. Also es gibt ja auch diesen Trend, meine Tochter, die eine ist jetzt in der sechsten, da gibt es halt diesen Trend, dass wir gründen eine WhatsApp-Gruppe und lade alle ein, die du kennst. Und dann waren die da in so einer WhatsApp-Gruppe drinnen, wo dann auf einmal auch 20-jährige Dickpics geschickt haben und die Mädels angeschrieben haben, schick mir mal ein oben ohne Foto. Also ich war wirklich erschrocken. Meine Kinder sind so reflektiert, dass sie mit mir sprechen. Wir sind ausgestiegen, haben das blockiert. Aber da waren trotzdem 800 Kinder da drinnen. Ich finde das Wahnsinn. Und die Das Eltern, ist hab ich im Elternchat geschrieben, schaut mal bitte in die Handys eurer Kinder. Und die Leute, die haben, keiner hat vorher die Handys kontrolliert. Wie siehst du das? In welchem Alter sollte ich das Handy regelmäßig kontrollieren? Wie sollen Eltern damit umgehen? Weil wenn ich zu meiner 16-Jährigen sage, gib mir mal dein Handy, dann sagt die, du spinnst. Na, aber wie, gib uns mal einen Tipp, was wir tun können da. Also ich würde ganz gerne noch kurz auf diese WhatsApp-Gruppen, Ja, diese bitte. riesigen WhatsApp-Gruppen zu sprechen kommen, denn witzigerweise habe ich da ein Interview-Gespräch auch gehabt und es gibt einen Ratgeberartikel, der momentan online oder der online ist, wo man sich über diese riesigen WhatsApp-Gruppen auch informieren kann. Wo ich darüber sehr viel geschrieben habe. Denn natürlich habe ich das in meinen Workshops genauso aufgedeckt und alle Kinder zeigten mir Inhalte mit rechtsextremen Inhalten, Hakenkreuze, Hitler-Sticker plus kinderpornografische Inhalte, also krasseste Inhalte. Und im Moment weiß keiner, wer ist eigentlich der Urheber dieser Gruppen. Und es kann natürlich auch sein, dass Menschen mit pädophilen Neigungen, also man muss ja sagen, Pädokriminelle, dahinter stecken, die über das Phänomen Cyber-Grooming Kontakt schleichend zu Kindern aufnehmen wollen. Und wie toll ist es, wenn ich innerhalb von 0, nix 1000 Handynummern habe, denn eine WhatsApp-Gruppe fasst eben 1024 Mitglieder. Und also vielleicht können wir ja auch im Nachgang den Ratgeberartikel nochmal verlinken, denn da schreibe ich das alles ziemlich ausführlich. Und es gibt auch. Warte ganz kurz, hast du den Link gerade da? Dann kann die Annette den vielleicht in den Chat posten oder sagst du ihr kurz, wo sie gucken soll, dass sie ihn findet? Dann könnte die Annette ihn gleich parallel posten. Also der riesige WhatsApp-Gruppen. Bei GMX auf der Webseite im Ratgeber, also 1 und 1, GMX und so weiter, aber ich kann ihn auch einfach schnell raussuchen. Sekunde, hier habe ich ihn gleich.
Ansonsten schickst du mir Muss ich schnell nur eine mal kurz E-Mail. den Achso, du kannst es da Chat. reinmachen, genau. Wo ist denn der Chat jetzt hier? Chat. Ah ja, jetzt. Genau. Okay, super. Genau, da könnt ihr euch dann das runterladen, mal den Ratgeber darüber. Aber das stimmt, und das ist so krank, Ich wenn habe man noch einen sagt, zweiten Ratgeberartikel, ja. den schicke ich auch gleich mal noch Ja, dazu. Da geht gerne. es nämlich darum, dass das Handy den Kindern, das ist auch eine ganz wichtige Empfehlung von mir, neben dem, dass man das Handy über Nacht physisch aus dem Zimmer raustragen sollte, ist natürlich der wichtigste Punkt, wie du ja auch in deiner Ausbildung sagst, ist, dass die Eltern sich auch mit den Kindern natürlich auf eine Art verbünden müssen, dass man sagt, nicht so viel schimpfen quasi. Und in dem Fall, wenn die Kinder kommen und sagen, Mama, Papa, ich habe schrecklichste Inhalte oder ich habe Pornografie oder ich habe einen Hitler-Sticker oder ich habe eine Nachricht von einem Fremden bekommen. Und die Eltern, die vielleicht den Kindern mit 9, 10 Jahren das Handy schon übergeben haben oder der Trend geht ja noch viel früher, die sagen dann, ja, dann bist du zu klein dafür, dann müssen wir WhatsApp sperren, dann müssen wir dir das Handy wegnehmen. Das ist der absolut größte Fehler, den Eltern machen können, weil, wie du sagst, man kann den Kindern dieses Ding eigentlich nicht mehr entziehen. Aber deswegen heißt es, bau eine gute Beziehung zu dem Kind auf und wenn es dir etwas anvertraut, dann bitte niemals das Handy wegnehmen. Ja. Das ist das Wichtigste. Und ich möchte jetzt auch noch mal auf eine ganz wichtige Debatte, die momentan ziemlich groß ist, eingehen, nämlich welchen Effekt haben Smartphones auf die psychische Gesundheit unserer Kinder? Und da gibt es momentan ein ganz großes Lager, was in England groß wird, um einen Soziologieprofessor, Jonathan Haidt, einen Professor, der sagt, der wird so ein bisschen als Panikmacher, das Lager der Panikmacher gegenüber den Skeptikern dargestellt. Professor Haidt sagt, wir haben eine solche Zunahme von Angststörungen, von Depressionen und Suiziden seit Wirklich. 2010, Ja. dass wir dem nicht mehr so zugucken können. Die Aufmerksamkeitsspanne geht runter, Konzentration. Und er sagt, die Kindheit geht verloren. Und er ist ein Amerikaner. Es gibt auch ein Buch, das kommt Mitte Juni auf Deutsch raus. Das heißt The Anxious Generation. Und in England hat sich auf dem Boden seiner Thesen quasi eine ganz große nationale Bewegung gebildet. Auch leider in WhatsApp-Gruppen, aber immerhin 80.000 sind da, glaube ich, schon in WhatsApp-Gruppen vernetzt, die sagen, wir wollen für unsere Kinder eine smartphonefreie Kindheit. Und sie sagen, wir müssen etwas tun. Die Kinder müssen quasi wieder an die frische Luft. Die müssen mehr unbeaufsichtigt und mit eigener Verantwortung draußen spielen. Wir reden natürlich hier nicht mehr von den 16-, 17-, 18-Jährigen, aber von den Kleinen. Ja. Und es gibt aber genauso eine kleine oder eine, ich weiß nicht, wie groß die ist, eine Gruppe von Skeptikern, nämlich um eine Psychologin, die da jetzt auch, da gibt es gerade einen aktuellen Zeitartikel, Amy Orben, sie sagt, also aus Cambridge, sie sagt, es ist eigentlich nicht sicher empirisch erwiesen, dieser Zusammenhang zwischen Smartphone und psychologischen Schäden. Das Problem ist aber, je nachdem, wie man diese Studien auswertet, weil der Bereich zwischen 2010 und heute ist einfach noch ein bisschen zu klein. Das heißt, diese Studien kann man ein bisschen so auswerten, ein bisschen so. Und es sind Selbstauskunftsstudien. Und wenn wir dann sagen, wir gucken uns an, was sagen die Kinder, wie lange nutze ich das, welche Probleme aufs Wohlbefinden, was macht es mit mir? Dann konnte man das nicht ganz genau wissenschaftlich belegen, wenn man die objektiven Nutzungsdaten, also die Bildschirmzeit, angeguckt hat. Aber natürlich fällt da auch rein, wenn ich telefoniere, wenn ich vielleicht Spotify oder Apple Music höre. Das heißt, die objektiven Nutzungsdaten sind anders oder höher. Und also diese Korrelation hat man nicht hundertprozentig hinbekommen, sagt Amy Orben. Man hat so ein Kausalitätsproblem letztendlich. Ist der TikTok, also nutzt man TikTok, weil man traurig ist, oder ist man traurig und nutzt deswegen TikTok? Also Fakt bleibt, es ist das Smartphone und mit den immer mehr und präsenteren Social Media Apps
ist ein riesiges Menschheitsexperiment. Und selbst Amy Orben, die bisher so quasi die Skeptikerin war und sagt, das ist alles vielleicht ein bisschen übertrieben und wir sehen den Zusammenhang nicht, sie rudert jetzt zurück und sagt, was ist, wenn ich falsch liege? Ja, die Auswirkung ist so groß auf die Gesellschaft, wenn ich falsch liege, dass wir uns überlegen müssen. Und das fordert eben der Professor aus den USA, Jonathan Haidt. Er sagt, er wünscht sich Smartphones eigentlich überhaupt erst ab 14 Jahren für Kinder auszuhändigen. Ja. Social Media Apps ab 16. Und damit wäre ein großes Problem, was wir mit den Kindern haben, an den ganzen Gefahren, weil einfach das Gehirn natürlich mit 14 schon viel mehr Reife hat, Zugang zu, Aber wenn wir uns dann anschauen, also ich bin sofort dabei, ja, ich wäre die Erste, die das mit unterschreibt. Wir dürfen aber da, glaube ich, so sehr den Eltern zeigen, wie wichtig ist die Elternverantwortung. Weil geh doch mal in einem, einfach jetzt im Urlaub, ja, Sommerferien fangen, geht's mal durch die Speisesäle und schaut mal, wie viel zwei- und dreijährige Kinder schon ein Tablet vor der Nase haben, damit die Eltern in Ruhe frühstücken können. Naja, wir fangen an, schon das Baby ständig, dass die Fotomomente machen, darauf trainieren wir ja die Kinder, weil die Eltern sind nur happy, wenn sie das Handy zücken. Also verhalten sich die Kinder so, dass Eltern viel das Handy zücken. Das fängt doch schon ganz, ganz, ganz früh an. Das ist tatsächlich dramatisch, das sieht man überall, auch ja nicht nur im Urlaub, auch an jeder Bushaltestelle, natürlich auch beim Arzt, überall. Was vielen Eltern nicht bewusst ist, YouTube ist ja ab 16. Aber natürlich gucken weltweit schon die kleinsten YouTube, aber das meist geklickte Video tatsächlich bei YouTube ist das Baby-Kinderlied Baby Shark. Dieses Baby Shark. Du, 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 du. Und jeder von uns weiß, wenn ich YouTube schaue, dann gehe ich rein und muss erstmal Werbung gucken. Und je nachdem, wer dieses Tablet benutzt hat, auf wen quasi diese personalisierte Werbung von Google, wo YouTube ja, oder Google gehört YouTube, diese personalisierte Werbung, wenn ich jetzt das iPad immer nur einem Kind gebe, dann ist eventuell die Werbung nur teilweise schlimm, sage ich mal, fürs Kind. Aber wenn das auch vom 15-jährigen Bruder genutzt wird, der vielleicht mal brutalere Sachen oder auch mal einen Film bei YouTube guckt oder irgendwelche Dokumentationen mit über Gewaltvideos, dann zeigt die Werbung andere Dinge an, heftigere Horror-Zombie-Shooter-Werbung oder den neuesten Kinofilm, weiß ich nicht, wie die alle heißen, Annabelle 4. Und die Kinder, die eigentlich vor Baby Shark sitzen, die gucken und schrecken auf und fangen wahrscheinlich an zu schreien. Manchmal wissen die Eltern gar nicht warum, klicken irgendwas weiter und haben keine Ahnung, dass die Kinder in frühestem Alter schon traumatisiert werden können durch eingespielte Werbung. Und das wird vor allem um die Zeit um Halloween wird es ziemlich deutlich, wenn nämlich gerade irgendwelche Horrorfilme ins Kino kommen, die dann beworben werden. Ja, und auch das Training in Ruhephasen, sich mit dem Tablet abzulenken. Ne? Also ich konditioniere ja die Kinder schon, wenn die das sehen, die schauen. Ich bin auf der Bushalte, ich zücke mein Handy. Natürlich konditioniere ich da mein Kind und sage dann, nee, du darfst kein Handy haben. Also man muss ja auch immer so überlegen, was lebe ich denn den Kindern wirklich vor? Was gucken die sich ab, wenn ich selber Kind bei mir in der Familie mehr, was gucke ich mir ab, wenn ich das Handynutzungsverhalten der Eltern mir anschaue? Absolut. Wir koppeln ganz früh dieses Anschauen mit dem Belohnungssystem oder das Belohnungssystem wird ganz früh aktiviert und natürlich brauche ich immer mehr Dopamin, um die gleiche Befriedigung zu bekommen. Und wenn der Dopaminspiegel erstmal verschoben ist, dann ist man gewöhnt an diesen Dopaminrausch. Und hier gibt es natürlich auch Diskussionen, wie hängt ADHS zusammen mit frühem Social-Media-Konsum. Da ist Übergewicht auch wahrscheinlich auch, oder? Nehme ich an. Übergewicht, weil die Kinder natürlich weniger rausgehen. Da ist auch so, ja. Ja, absolut. Sandra, das haben wir aber schon viel. Also ich finde es wichtig, wenn wir über Smartphone, sag ich mal, digitalen Nutzungen reden, ist es einerseits, finde ich, ganz wichtig, auf Probleme aufmerksam zu machen.
Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, dass wir Lösungen mitgeben. Jetzt hast Ja. du das gesagt, finde ich sehr gut. Man kann das Handy nur an einem Nicht-Schlafzimmer laden. Alle geben das ab. Das finde ich eine sehr coole Lösung. Was können wir denn jetzt noch ganz konkret machen? Natürlich bei uns selber hinschauen. Ja, also da Ja. braucht es wirklich Coaching und da sind zwei Tipps nicht getan, aber du hast bestimmt so ein paar Praxistipps. Also Praxistipps sind natürlich Push-Benachrichtigungen ausstellen. Das heißt, dass nicht von, bei Erwachsenen sind es vielleicht eher Push-Benachrichtigungen von Nachrichtendiensten, bei Kindern sind es aber von Snapchat mehrere tausend Nachrichten pro Tag durch Round-Snaps, die ankommen, die Push-Benachrichtigungen, die Mitteilungen ausstellen, entweder geräuscharm oder sogar ganz ausstellen, damit man nicht konditioniert durch ein rotes Ding, oh, ich muss wieder reingucken. Und wenn man erst mal wieder reingeguckt hat, dann hängt man wieder fest. Das heißt, hier auf jeden Fall Ausstellen von Likes, von Benachrichtigungen. Genau. Das andere wäre natürlich, die Zeitlimits angeht, ganz wichtig, dass du so eine Jugendschutzsoftware benutzt. Das bedeutet aber nicht, dass du dann quasi dich zurücklehnen kannst als Eltern. Denn wie gesagt, die Kinder wissen ganz genau, und wenn sie deinen PIN-Code kennen, dann können sie das natürlich auch ein bisschen umstellen oder sie stehen früher auf und geben sich noch ein bisschen mehr Zeit für den Tag. Das heißt, du musst hier jeden Tag im Prinzip die Bildschirmzeit deiner Kinder angucken. Das wird nicht ausbleiben. Diese Begleitung durch die Eltern ist eigentlich der beste Schutz für die Kinder im Internet. Natürlich braucht es diese Jugendschutzsoftware, also Apple Bildschirmzeit hat es schon automatisch drauf, das muss man verknüpfen. Oder bei den Google-Handys eben Google Family Link. Da kann man Zeiten, wo das Handy ausgehen soll, festlegen. Das gibt auch noch die Saalfrank-App oder so verschiedene Apps, wo man das noch spezieller und noch besser einstellen kann. Dass man sagt, hausaufgabenfreie Zeit von Smartphone-freie Zeit während den Hausaufgaben, 15 bis 17 Uhr. Dann natürlich auch die ganz wichtige Sache ist, dass durch diese Jugendschutzsoftware auch angefragt werden muss, welche App das Kind runterladen möchte. Denn wenn das ein Selbstläufer ist und du lädst TikTok runter und Spiele runter, dann hast du natürlich irgendwann 30 Apps. Klar, dass die Kinder irgendwie immer eine Möglichkeit haben. Und nur um das auch nochmal zu verdeutlichen, dass wenn du sagst, ja, ich habe die YouTube-App vielleicht, manchmal ist sie vorinstalliert, manchmal kannst du es aber auch noch löschen. Du hast vielleicht Safari gelöscht bei den Kleinsten oder Google gelöscht, dass du einfach so ein bisschen das Minimum hast. Aber die Kinder finden Lösungen. Das gibt zum Beispiel FC Bayern Fußball- oder Basketball-App. Und die Kinder kriegen spitz, wie du trotzdem YouTube schauen kannst, weil du musst einfach nur irgendwie über Umwege auf irgendwelche Videos drauf und schon bist du in der App und kannst wieder schauen, obwohl YouTube vielleicht sogar gesperrt ist. Und deswegen bleibt es nicht aus, trotz dieser ganz wichtigen Maßnahme, das immer weiter noch mit anzugucken und zu sagen, ja, ich habe dir eigentlich eine Stunde eingestellt, jetzt bist du bei 3, wie kann das sein? Also du musst die Kinder begleiten, ja, natürlich von Anfang an, damit sie es gewöhnt sind, weil sie müssen ja später trotzdem ohne uns lernen, zurechtzukommen. Aber ich glaube, am Anfang ist eine Kontrolle total wichtig. Und dann, je älter sie werden, umso mehr Freiheiten brauchen sie. Aber man ist im Dialog. Ich glaube, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den ich raushöre. Richtig. Also wenn du mit deinen Kindern natürlich Regeln ausgemacht hast und die Kinder sagen irgendwann, ich würde es gerne mal probieren. Und du sagst, ja gut, dann schalten wir dir das mal frei. Und du siehst nach 2 Wochen oder 4 Wochen, es klappt, dann kannst du natürlich sagen, wir gucken weiter. Wenn es nicht klappt und auf einmal 3, 4 Stunden, dann ist klar, das Kind ist wahrscheinlich an irgendwelchen Reels oder irgendwelchen Kurzvideos hängen geblieben. Und dann heißt es nochmal zu sprechen. Meine Tochter kam irgendwann, als wir so einen Versuch gemacht haben, und gesagt, Mama, ich schaff's nicht. Mach mir bitte wieder eine Begrenzung rein. Das ist auch, natürlich freue ich mich darüber und das klingt jetzt, als wäre bei uns alles super, ist auch nicht. Wir haben die gleichen Diskussionen zu Hause und auch Sachen, wo meine Tochter mir manches nicht erzählt oder sagt, ich habe es dir jetzt erzählt, aber jetzt bitte sperr mir das nicht, obwohl ich es dir erzählt habe. Also
das Handy weglegen während der Ja. Hausaufgaben, denn Ja. jede Ablenkung führt natürlich wieder dazu, dass man sich weniger oder dass man neu anfangen muss, sich in einen Denkprozess reinzufinden. Man muss sich besser konzentrieren, wieder lernen. Das klappt, wenn man das Handy weglegt. Und wenn man sagt, auch als Erwachsener, ich möchte mal wissen, wie viel unbewusst nutze ich denn mein Handy, dann probieren einfach oder einfach mal darauf zu achten, während eines Films, wie oft nehme ich denn zusätzlich ein Medium, um mir vielleicht einen kurzen Dopaminkick zu geben? Das Handy in außer Reichweite legen, um einfach mal zu gucken, ah, hatte ich schon wieder den Impuls? Oder auch bei der Arbeit. Wie oft guckt man einfach mal kurz drauf, ist wieder was Neues, muss ich noch irgendwas machen? Oder diese unbewussten Sachen dadurch, das kann man natürlich auch mal versuchen, das Handy ganz auszumachen. Um mal Ja. zu sehen, wie oft greife ich denn unbewusst hin? Und für die Kinder natürlich sprechen, sprechen, sprechen. Begleiten, darüber sprechen und nicht nur über die übermäßige Nutzung, da haben wir jetzt heute viel drüber gesprochen, sondern natürlich auch über die Inhalte, dass du Kontakt zu Fremden, also ich glaube, es gibt eine Studie, jedes vierte Kind im Alter von 8 und 9 Jahren wurde schon von Fremden im Internet angesprochen und nach Nacktbildern gefragt. Letztendlich ist das ein ganz großes Thema, Cybergrooming, wo wir noch 4 Stunden drüber sprechen könnten. Ist uns Hier. auch passiert. Also meine Tochter hat über Instagram, glaube ich, war das. Da war sie 14. Und dann hat ein anderes Mädchen sie kontaktiert und hat dann Vertrauen aufgebaut und wollte dann irgendwie, ja, ich würde das erste Mal einen Tampon benutzen, kannst du mir mal zeigen, wie es geht? Und da wurde sie dann total stutzig, hat mir das gezeigt und ich habe mal den Kontakt durch, einfach mir das mal den ganzen Kontakt durchgelesen. Ein 14-Jähriger, das war psychologisch so geschickt aufgebaut, dass ein 14-jähriges Kind das nicht versteht. Ich glaube, dass sogar mancher Erwachsene drauf reingefallen wäre. Und das ist also, dass man auch den Kindern da gar nicht so den Vorwurf machen kann, weil das ist schon von uns Erwachsenen ausgedacht. Na? Ja, es So ist wie du es vorhin gesagt hast. und Ah, KI und Fake-Profile machen es möglich, dass du dich einfach auch als 14-jähriger Junge oder 14-jähriges Mädchen ausgeben kannst. Und dahinter steckt ein 54-jähriger ekelhafter Pädokrimineller. Und da ist es absolut. auch ganz wichtig zu wissen, allein die Frage nach Nacktbildern oder dieser Aufbau, Cybergrooming ist ja quasi so das Heranschleichen, der Vertrauensaufbau mit dem Ziel, irgendwann in Austausch von Nacktbildern oder vielleicht mit einem Treffen im echten Leben zu kommen. Ja. Allein schon diese Anbahnungsphase ist strafbar. Und Ja. das wissen viele Erwachsene auch nicht oder viele Eltern, denn allein da kannst du schon das zur Anzeige bringen. Das heißt, das, was du erlebt hast, hätte man zur Anzeige bringen können, weil Ja. natürlich probiert so ein Mensch das nicht bei einem Kind, sondern der probiert es bei 300, 500 gleichzeitig. Absolut. Ja, vor allem jetzt in Zeiten von KI. Du hast mir im Vorgespräch etwas erzählt, habe ich noch nie davon gehört, fand ich mega erschreckend, das Thema Deep Nudes. Kannst du da mal kurz sagen, was ist das? Ja, so vielleicht fange ich so an. Es gab einen Fall in Spanien, der das Ganze ziemlich krass und schnell dann an die Öffentlichkeit gebracht hat. In einem kleinen Dorf in Spanien haben sich in den letzten Sommerferien Jungs einen Spaß gemacht und haben Bilder von Social Media, von Freundinnen aus dem Dorf, von Mitschülerinnen genommen und diese Fotos, wo das Mädchen angezogen drauf ist, in eine App gesteckt. Die haben verschiedene Namen wie Nudifying App oder Declothing App. Und das muss man nur mal googeln. Da kommt ein Ranking von 30 Dingern, 30 Apps, entweder ganz billig oder kostenfrei, wo man ein Foto reinsteckt und auf Knopfdruck ist der angezogene Mensch nackt. Und das funktioniert derart gut. Das kann man sich bei Google auch einfach mal angucken. Dass die Mutter von einem der betroffenen Mädchen, die das dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, die hat gesagt, würde ich den Körper meiner Tochter nicht kennen, hätte ich nicht erkannt, dass das ein Fake ist. Das heißt, es funktioniert einfach fabelhaft und ist natürlich eine
also da fehlen einem eigentlich die Worte, was das mit der Psyche eines Kindes macht. Denn ruckzuck ist so ein Bild wie krass im Klassenchat verbreitet. Und das Kind natürlich traut sich nicht mehr in die Schule, bekommt psychische Probleme. Und diese KI, die überrollt uns. Und in Deutschland tatsächlich gibt es immer wieder Fälle in Klassenchats, auch an Schulen, wo ich höre, es ist passiert. Die große Hoffnung ist hier auch an Schulen, dass vielleicht Social-Media-Sprechstunden eingerichtet werden, damit Kinder einen Ansprechpartner haben. Denn in Deutschland ist die Polizei mit Jugendbeamten, wenn du hingehst, zwar schon aufgestellt, aber es gibt nicht, wie ich glaube in Israel gibt es mittlerweile so eine Art Nummer, wo du anrufst und sofort schaltet sich ein Polizist mit auf deinen Rechner, guckt, ob das Cyber-Grooming ist und was da los ist. Sowas gibt es leider bei uns noch nicht, aber auf Knopfdruck nackt, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und da müssen wir die Kinder aufklären und sagen, wenn du das machst, das ist Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie, das ist strafbar. Und wenn du das verbreitest, dann gibt es heftige Strafen. Ja. In Spanien war das tatsächlich noch so ein Grenzfall, weil da war das noch nicht in den Gesetzen so verankert. In Deutschland ist es KI oder nicht, es ist strafbar. Ja. Ja, gerade über das Thema hier auch gerade was Sexualität, Kinderpornografie, was darf ich auf dem Handy speichern, was muss ich, was nicht. Also das ist ja ein ganz eigenes Riesenthema, das ja eigentlich im Endeffekt, wenn ich ein Bild geschickt bekomme, was ich auf dem Handy speichere, was kinderpornografisch ist, dann mache ich mich strafbar und das ist Wahnsinn. Sandra, Das es ist. Gesetz ist tatsächlich, ganz kurz noch, das Ja, bitte. Gesetz wurde etwas abgeschwächt. Wurde es jetzt mittlerweile? Sehr gut. Genau, vor, ich glaube, einem Monat oder zwei, Ja. dass hier ein Spielraum für das Gericht da ist, zu Okay. sagen, da wollte jemand helfen. Ja. Da gibt es mittlerweile den Spielraum und es ist nicht mehr per se gleich, dass es nicht per se gleich zur Anzeige kommt. Wenn ich einen Screenshot mache oder zur Polizei gehe und sage, hier habe ich was. Da Ja, gibt sehr es gut. mittlerweile ein bisschen eine Erneuerung des Gesetzes. Okay, weil der, ich glaube, 184 war es, der war schon ganz schön heftig. Ja. Sandra, es gibt, dieses Thema ist, glaube ich, unerschöpflich. Ja. Ich versuche auch immer schneller zu reden Nein, und nein, du, ich irgendwie habe so verhaspelt man sich so ein bisschen, viel. weil man denkt, man will alles ansprechen, aber. Hören wir gar nicht. Ich habe ja auch noch ganz viele Fragen, die mir auf der Zunge liegen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwo das ein bisschen begrenzen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wir haben da so ein kleines Wespennest angestochen, man braucht irgendwie mehr Informationen. Was bietest du an? Hast du Coachings? Hast du Bücher? Hast du Online-Vorträge? Kommst du an die Schulen? Erzähl mal ein bisschen was drüber. Genau, also wir unser Team des Digitaltrainings umfasst 7 Leute mittlerweile um den Gründer Daniel Wolf und wir bieten Digitaltage an. Das heißt, vormittags sind die Workshops, habe ich schon erwähnt, das sind verschiedene Themenfelder. Das heißt, so Sicherheit im Internet, diese Basis-Workshops, dann haben wir aber auch Gaming. In Planung ist ein Social Media Workshop, wir haben KI Workshop, wir haben Cyber Mobbing Workshop und immer im Aufbau dazu jeweils die Lehrerfortbildung und den dazu passenden Elternabend. Von den Schulen wird das quasi organisiert. Finanziert werden wir durch Fördergelder, Elternbeirat, manche fragen auch die dörflichen Sparkassen und so weiter. Es gibt auch Töpfe zum Beispiel für Grundschulen. Alltagskompetenzen, die vom Staat gefördert werden oder vom Land Bayern. Und wir gehen an Schulen hauptsächlich auch mit diesem Gefühl, wir müssen aufklären und wir müssen ausbilden, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, die Kinder denken, sie sind Experten. Ja. Und die Eltern müssen aber sich mit allem beschäftigen, was die Kinder mit diesen Geräten machen. Und natürlich können wir irgendwann, wenn die 16, 17 sind, nicht mehr die Chats durchforsten. Wenn wir aber immer wieder den Kindern beibringen, hey, wenn du Nacktbilder, Nacktsticker, jugendpornografische Inhalte findest, kannst du es mir zeigen, aber ich werde jetzt nicht deine Chats durchforsten. Natürlich dürfen wir das nicht oder das ist dann Privatsphäre. Blöderweise ist WhatsApp mittlerweile nicht mehr ab 16, sondern jetzt wieder ab 13 seit ein paar Wochen. Okay. Da war bisher immer so, die Eltern konnten natürlich sagen, hey, wenn du WhatsApp hast, auch bis 13 ist es natürlich für die Aufklärung und so ganz wichtig, wenn du das hast, dann müssen wir ab und zu zusammen reingucken. Ich verspreche dir, ich mache es nicht alleine. Wir gucken zusammen.
und wir reden drüber. Dann weißt du, welche Inhalte sind wichtig zu kennen, damit du dich oder in dem Ja. Fall die verantwortlichen Eltern nicht strafbar machst. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, dass ihr zu mir in die Schule kommt, ihr seid deutschlandweit unterwegs. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Wir haben auch jemanden, der sitzt in Nürnberg, einen noch weiter nördlich. Also wir können das bieten und es ist natürlich immer auch ein bisschen die Frage, da kommen dann natürlich ein bisschen Fahrtgeld dazu, aber letztendlich machen wir auch Online-Workshops. Die sind natürlich jetzt in den Schulen während Corona groß geschrieben gewesen. Da sind wir online auch ins Klassenzimmer gekommen. Aber jetzt mittlerweile machen wir die Workshops vor Ort und die Elternabende sind aber sehr oft online. Ja, genau. War bei uns in der Grundschule auch. Das war dann online und für die Kinder live. Das heißt, wenn Eltern dazu mehr wissen möchten, wenn sie dich vielleicht an die Schule holen möchten, wie kann man euch kontaktieren? Also wir haben natürlich eine super Homepage, www.digitaltraining.de. Da findet man dann alle Digitaltrainer und Digitaltrainerinnen und würde ich mich natürlich freuen, wenn einfach eine E-Mail kommt und dann kriegt man Informationen zugeschickt und Ja. man Okay. überlegt, wie kann ein Konzept für die und die Schule aussehen. Ja, genau. Also einfach mal auf die Seite gehen, digitaltraining.de. Vielleicht können wir das noch kurz in den Chat stellen und dann könnt ihr es sehen und einfach mal anfragen, dort mit der Schule in Kontakt treten. Ich finde es unglaublich, ach danke, Annette, ich finde es unglaublich wichtig, da aufzuklären und wirklich das Thema anzusprechen. Und es geht auch gar nicht immer darum, Angst zu machen, sondern einfach diese Risiken, die wir Erwachsenen, also ich bin manchmal zu naiv, denke mir, krass. Wer denkt sich sowas aus, dass ich ein Kind auf Knopfdruck ausziehe? Also mir fehlt da diese kriminelle Gedankengut. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Eltern, dass wir zum Teil super naiv sind. Wie Ja, erlebst du das? naiv und ich würde auch sagen, viele Eltern sind überfordert. Die sind im Ja. Alltag so eingespannt. Man versucht zu überleben mit kleinen oder, sage ich mal, mittelalten Kindern. Man denkt sich, Online-Spiel, Brawl Stars, irgendein Comic-Ding ist ja nicht so schlimm. Dass aber Brawl Stars Glücksspielelemente drin hat und hier auch eine Sucht gefördert wird und das Spiel bis vor einem Dreivierteljahr ab 18 war, weil es Glücksspielelemente Ja. enthielt. Das ist den Eltern nicht bewusst. Und es gibt Menschen, die sagen, jedes Spiel muss von den Eltern mindestens ein, zwei Wochen vorher gespielt werden. Natürlich haben wir dafür keine Zeit und denken, das kann ich jetzt auch nicht auch noch machen. Was soll ich denn jetzt Fortnite 2 Wochen spielen, damit ich weiß, was meinem Kind da widerfährt? Da möchte ich vielleicht auch noch mal den Tipp geben, wenn ich es nicht schaffe oder vielleicht irgendeiner aus der Familie dieses Spiel so spielt, dann informier dich auf den Seiten wie schauhin.info oder ClickSafe ist eine ganz tolle EU-Initiative. Könntest du vielleicht auch noch kurz reinstellen, Annette, clicksafe.de oder schauhin. Dann gibt es eine Menge Seiten, wo man sich informieren kann, auch über Spiele, der NRW-Spieleratgeber. Oder man gibt einfach ein Spiel ein und sagt pädagogische Bewertung. Brawl Stars, pädagogische Bewertung. Da kommt dann ganz viel. Da kann man sich einfach mit einem Spiel, bevor ich es erlaube, auch nochmal beschäftigen. Und es gibt ja so das Genre der Let's Player auf YouTube, möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Für Erwachsene unvorstellbar, aber Kinder schauen Erwachsenen oder YouTubern zu, ob die jung oder alt sind, wie sie Videospiele spielen. Und das ist lustig, weil die machen da amüsante Witze und das ist unterhaltsam. Und man lernt aber, wie ein Videospiel funktioniert. Und so kann man sich natürlich das ein oder andere Spiel auch aneignen, indem man sagt, ich kann zwar nicht Fortnite spielen, weil ich kann den Controller allein schon gar nicht mehr bedienen als jemand, der das nicht in Kindheit gelernt hat. Aber ich schaue es mir einfach mal bei so einem Let's Player an, gebe allen Let's Player, Fortnite-Anfänger und dann kann ich mich in dieses Spiel reinarbeiten. Und dann gucke ich mir noch an bei Schau hin, welche Risiken gibt es, was ist eigentlich das, worauf ich achten muss. Und so kann man sich mit einem
Spiel beschäftigen, so eine kleine Recherche machen. Es macht auch fast ein bisschen Spaß und man fühlt sich besser, weil man dann weiß, ah, so kann ich meinem Kind Empfehlungen geben, so kann ich auch Grenzen setzen, so viel ist gut für mein Kind und wenn es das nicht macht, dann gibt es vielleicht auch noch einen Tipp, wenn die Zeiten nicht eingehalten wurden, wie man dann mit den jeweiligen Konsequenzen umgehen kann, weil Ja. das ist auch häufig die Frage, ja, was mache ich denn? Kann ja nicht verhauen. Ja, das ist ja eben genau das. Was mache ich denn? Und was mache ich mit dem Gruppenzwang? Weil vielleicht verbiete ich meinem Kind Fortnite oder Brawl Stars, aber dann spielen die anderen in der Clique und dann mein Kind ist Außenseiter oder spielt es dann heimlich. Also da kommen noch so viele Themen, glaube ich. Also das ist Wahnsinn, was wir da Ja. an Themenfülle hätten. Genau, für alle, die auch die Sandra mal live sehen wollen, wir veranstalten nächstes Jahr einen großen Elternkongress in live. Und da wird auch die Sandra über das Thema nochmal referieren. Werde ich euch aber auch nochmal weitere Infos geben, wenn es soweit ist. Ansonsten, Sandra, würde ich sagen, müssen wir jetzt hier gezwungenermaßen einen Stopp machen, weil wir nur eine Stunde Zeit haben. Ich habe noch zwei Fragen im Chat. Darf ich die Ja, ganz kurz? gerne. Genau. Also einmal war die Frage, ich habe gehört, dass sich Jugendliche mit der Verbreitung ihrer eigenen Nacktbilder strafbar machen. Stimmt das? Absolut. Es ist ein ganz großer Trend unter Jugendlichen, sich, wenn man das erste Mal verliebt ist, Nacktbilder zu schicken, vielleicht ein bisschen anzüglich, vielleicht aber auch während sexueller Handlungen oder unter der Dusche. Und die Kinder haben nicht die Vorstellung, dass diese Liebe vielleicht irgendwann mal vorbeigeht und schicken etwas, ob das Mädchen oder Jungs sind, gleichermaßen. Und wenn die Liebe dann vielleicht doch nicht auf ewig hält und der ein oder andere ist verletzt, dann schickt er einfach mit einem blöden Sticker die größte Schlampe der Schule oder das größte Arschloch der Schule ein Foto nackt des Mädchen oder der Junge in den Klassenchat. Und sowas verbreitet sich rasant. Und man denkt, es sind Einzelfälle, aber es sind keine Einzelfälle. Es ist ein Trend, so wie früher, wenn man vielleicht irgendwann mal ein Foto hatte, was man dann ins Tagebuch gelegt hat. Aber es ist Aber das, strafbar. es ist strafbar. Es ist Kinder- und Jugendpornografie, je nach Alter, absolut. Krass. Okay. Und dann war noch die Frage, Berlin ist ganz schön weit nördlich von Nürnberg. Geht das auch? Ah, Das jetzt, geht ja, wahrscheinlich. doch, doch. Wir haben Möglichkeiten. Super. Okay, cool. Sandra, ich danke dir für deine Zeit, dass du uns einen kleinen Ausblick deiner Expertise gegeben hast, die ja viel, viel, viel größer ist. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen, ja, mal zum Anregen nachdenken, über das Thema Smartphone. Es ist so ein wichtiges Thema und unser Auftrag ist hier, ist euch ein wenig zu inspirieren, ein paar Impulse zu geben. Ich hoffe, das ist uns gut gelungen. Sandra, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es mega spannend. Ich habe noch so viele tausend Fragen. Könnte ich ewig löchern noch damit? Ja. Wahnsinn. Und ja, wünsche allen eine großartige Zeit. Und gibt es denn am Ende noch etwas, Sandra, was du gerne sagen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe? Ich würde jetzt eigentlich nur gerne sagen, dass es wirklich so viele Themenfelder sind, dass ich vielleicht manchmal irgendwie hier ein bisschen gesprungen bin und da ein bisschen gesprungen bin, weil es sich wirklich in die Kürze von einer Stunde kaum bauen lässt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mich anschreibt, auch gerne persönlich, und wir vielleicht einen Digitaltag an der jeweiligen Schule zustande bringen. Das würde mich sehr freuen. Gut, sehr schön. Mach das bitte unbedingt. Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Helft dir dann auch deinen anderen Kindern damit. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns wieder Anfang Juni mit dem nächsten Thema. Und bis dahin alles Liebe und Sandra, dir vielen Dank. Vielen Dank auch.